So, krasse Tapete hier. Alles voller Teppich. So, also, kümmern wir uns mal um die wichtigen Sachen im Leben. Bin ich hier richtig? Ich bin schon... laufen. Ich neige nur immer gern dazu, wenn ich plötzlich die Meldung kriege, Stream-Status nur noch okay, dann warte ich lieber ein paar Minuten und warte, bis das Ding wieder stabil läuft. Dann habe ich nachher in den Videos, wenn ich die schneide, nicht irgendwelche ungewollten und ewig langen Pixel-Passagen. Ja, und jetzt habe ich durch das ganze Geschwafel von Kabitz und so weiter und so fort, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wo es hier lang gehen soll. Also da war ich ja eben. Das ist ja alles gut. So, Ratte ist hier raus, ist nach rechts. Oder? Ratte ist doch... War da eine Ratte? Ja, Ratte ist raus, ist nach rechts. Kann ja auch sonst nirgends hin. Und du sagtest was vom Puff. Hätte ich sollen einfach hier weiter runtergehen? Vielleicht hat es mich jetzt so verwirrt, dass ich die Richtung gewechselt habe. Ja, das kommt mir alles nicht so bekannt vor hier. Da geht's lang. Da geht's lang. Das sind jetzt die anrüchigen Sachen, von denen du vorher sprachest. Das ist eh eine Tür, die geht öfter, die anderen sind versperrt. Okay, dann nehmen wir doch die offene. 2K-Stream. Vielleicht macht das die PS5. Vielleicht macht das die PS5. Wenn sie denn irgendwann, trotz Coronavirus, tatsächlich auf den Markt kommt. Ratte wieder. Ich finde das mit den Ratten jetzt aber langsam schon nervig. Ja. Finde jetzt nicht so schlimm. Ne? Der liegt halt hier. Hat sich bequem zum Schlafen hingelegt. Und ist möglicherweise dabei ausgelaufen. Aber okay. Also, lassen die Ratte raus. Erneut. So. Jetzt habe ich aber nicht gesehen, wo die hingerannt ist. Herzlichen Dank. So, also, die Ratte ist weg. Hier kann sie nun nicht lang gewesen sein, sonst könnte ich hier auch lang. Ne? Vermutlich. Aber jetzt machen wir weiter hier. Die Ratte ist geflohen. Deswegen ist da jetzt auch jemand. Okay, ich bin jetzt absichtlich nicht erschrocken, weil ich damit gerechnet habe, dass was passiert. Die Sache ist nun die. Wie geht es weiter? Hier ging es wieder hoch. Jetzt gucke ich mal. Ob nicht... Warte mal, das ist doch eine Tür da, oder nicht? Ist es, aber man kommt trotzdem nicht rein. Hat sich hier drin was getan? Nicht wirklich, gell? Also müssen wir vielleicht doch wieder hoch. Ich mag es nicht, wenn ich in Spielen mehr oder weniger unwissend hin und her laufe. Und nicht weiß, warum ich rumlaufe. Und vor allem, wohin ich laufe. So, jetzt ist hier auf jeden Fall irgendwie irgendwelche Geräusche, nach wie vor. Ich weiß aber auch nach wie vor jetzt nicht, wo die Ratte hin ist. Oh, da liegt was. You're right, it is my fault. Yes, I can still save her. She can live on, forever. Show me the way, or do what needs to be done. I'm the captain now. Okay. Die nette, freundliche Stimme. Aus dem... Oh, eine Leiter! Hallo! Geh ich mal hoch. Hallo? Ah, ja. Lead us, O Captain. We will follow you across the seven seas.
Moment. Aha. Ja? Ja, was ist denn du? Muss ich... Weiß ich genau. Muss ich das, kann ich das Ding noch drehen? Vielleicht muss ich hier einfach dem Licht nach, den das wirft. Dass das wirft. Hallo? Jetzt. The soul pays its debt. Aha. Erzähl mir mehr. Jetzt ist es ja nun so. Ich bin tot. Lauf weiter zur nächsten Kanone. Gute Idee. Ja, ich habe jetzt nur keine gesehen. Nach dem zweiten Mal schießen, aber da bin ich wahrscheinlich einfach in meiner Hektik dran vorbeigerannt. Und ich glaube, solange dieser Lichtkegel da ist, von der Kanonenkugel, kann mir das Viehzeug nichts anhaben. Deswegen muss ich so schnell wie möglich die nächste bedienen. Ne? Okay. Lead us, O Captain. We will follow you across the seven seas. The soul pays its debt. Bisschen muss man hier zügig sein, ne? We've lost another soul. Was ist denn passiert? Wieso? Ich führe euch doch. Abandon hope. I'm all that's left. So? Sieht doch gut aus. Obwohl ich die ganze Zeit das beklemmende Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht oder ich habe irgendwas schlecht gemacht, weil sie haben ja eine Seele verloren und so weiter. Also, jemand ist auf jeden Fall nicht durchgekommen. Hallo, Rade! Und du? Was machst du? Die vierte... Oh, guck mal, eine Filmrolle. Die ist ja auch niedlich, ne? Eigentlich, so ein bisschen. Egal. Jetzt gucken wir erstmal hier so ein bisschen uns um, ne? Weil es sieht ja nach Ende aus, ne? Aber bei meinem Glück vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist hier nichts weiter, was sich jetzt zu nutzen lohnt, bin ich der Meinung. Also ich finde mal nichts. Da wieder raus. Mö. Da ist mir zu viel Stress. Ne? Deswegen nehmen wir die Filmrolle. Für immer. So. Sind wir eigentlich durch, ne? Also, noch nicht ganz natürlich. Ein, zwei Sachen sind sicher noch zu tun. Aber Filmrollen haben wir ja jetzt eigentlich alle. Beziehungsweise vielleicht haben sich die Damen und Herren von Blooper Team gedacht. Wir machen noch ein Zusatzkapitel. Du hattest es fast was? Wie fast? Was soll das jetzt heißen? She lied to me. Warum ist das Bild aus Layer of Fear 1? She lied to me. She lied to me. Sie hat mich angelogen. Diese Schlampe. Wer auch immer sie ist. Auch wahrscheinlich seine Schwester. Tante, sie Onkel, Mutter. Weiß nicht. So. Was? Sie lied to me.
She lied to me. Ja, jetzt komm, jetzt pass auf, du. Sie hat mich auch angelogen. She lied to me. She lied to me. Ja, guck mal. Willst du eine Ratte zum Spielen? Ist gar keine Ratte. Na gut, hast ja auch genug. She lied to me. Ein Kopf. Meine verfickte Fresse. Das ist ja ein richtiger diesmal. Kein Puppenkopf. Ja. Oder ist das der Kopf? Moment, das ist doch das ist der Kopf seiner Schwester. Sie hat ihn angelogen und er hat sich revanchiert. Oder so. This way. Hier entlang. Die glaube ich nochmal was, ey. Aber werden ja müssen, ne? Ja, ins Dunkle rennen wir auch nicht, Junge. Can't you hear it? Ui, 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 das Schiff schwankt wieder ganz. Nee, doch nicht. Nein, ich erinnere mich an die Szene aus 7 mit dem Paket leider nicht, weil ich den Film sehr, sehr lange nicht gesehen habe. And I will always be there for you. Forever? Ich denke nicht für immer. Moment. Bevor ich hier jetzt weitergehe. Es geht ja auch hier durch. Nee, geht es nicht. Okay. Schade. Ein roter Vorhang. Geht nicht zu öffnen, ist aus Stahl. Beton. Okay, dann hier lang. Geht ja nun nicht anders. Ach. Oh, hier drückt mir jetzt auf. So, jetzt. Zu! Was zur Hölle? Hä? 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 Ja gut. Ich hab's falsch gemacht. Ich hab's falsch gemacht. Forever. Okay. Dieses Schiff ist gesunken. Okay. Ah, guck mal. We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart, as I grew up not far from here myself. Things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit.
morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Morning. Good man. Your morning. What's your name? Moment. Ja, also ich habe natürlich alles gelesen. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auch, dass ich dann gleich durch bin. Ich werde mir jetzt die ganzen Rollen hier noch reinziehen. Ganz einfach. Und ja, wie gesagt, nochmal eine gute Nacht und bis zum nächsten Stream dann. Mal gucken, wann der ist. Aber du wirst es ja sehen. Herzlichen Dank. Gute Nacht. Oh nein, jetzt fängt das Ding von vorne an. Ja, okay, okay. Ja, okay. Dann war das auch zu Ende. Dann machen wir eine andere. Welche hatte ich jetzt zuerst? Ach du Scheiße. Okay, war eine kurze. Nun nehmen wir mal... Das haben wir gehört. Das heißt, wir haben jetzt... Moment. Das heißt, wir haben jetzt... Jetzt werde ich das Gefühl nicht los, dass ich James bin. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur blöd und hätte das schon die ganze Zeit wissen sollen, können. Ja, wie gesagt, so zu großen Teilen habe ich das Spiel leider nicht verstanden, was da jetzt genau wie gemeint ist und wie abgeht. Und da ich ja auch zwischendurch wochenlange Spielunterbrechungen hatte, teilweise monatelang, bin ich da nicht mehr ganz so drin gewesen. Jetzt lesen wir mal noch das hier über die RMS Odyssey, eine mythenumwobene Tragödie. Britisches Kreuzfahrtschiff geht unter. Hälfte der Passagiere verschollen. Nautische Experten und Laien sind gleichermaßen schockiert darüber, dass das hochmoderne Kreuzfahrtschiff in den frühen Morgenstunden auf dem Boden des Atlantik gesunken ist. Die Jungfernfahrt wurde gleichzeitig zu seiner letzten Reise. So ein bisschen Titanic-Thema. Die Tragödie ereignete sich in der fünften Nacht der Überfahrt, als ein Feuer in einem der Maschinenräume ausbrach. Trotz der Bemühungen seitens der Crew breiteten sich die Flammen über die unteren Decks aus und verursachten eine gewaltige Explosion im Heizraum, die den gesamten Rumpf durchbrach. Dann haben wir wenigstens mal keinen Eisberg. Während die gesamten
Während die genaue Zahl der Todesopfer noch nicht bekannt ist, gehen die letzten Schätzungen davon aus, dass ungefähr die Hälfte der über 1000 Passagiere und Crewmitglieder dem Feuer zum Opfer gefallen oder in den kalten Meerestiefen verschollen sind. Gut. Was ist das? Wie heißt das nochmal? Ich weiß, wie das heißt. Ich habe es aber gerade vergessen. Die gibt's auch in Remothered. Wie heißen sie? Meine Fresse. Egal. Das ist noch was? Moment. Du willst Ubi Opli raus. Wohin? Oder Spill. Du die. Was? Ja. Okay, er will raus. Oder ich. Weiß es nicht. Da wären jetzt wieder Dias. Da ist Recording. Ja, sage mal. Also manche Sachen sind halt auf dem PC dann doch besser, ne? Als mit dem Controller, ist einfach so. Kann ich ja auch nicht leugnen. Ja, nun ja, wir sind ja gesunken, ne? Okay. Die ganze Zeit lief da einfach nur Wasser. Jetzt sind wir natürlich unter Wasser. Gehen wir mal hoch, ja. Gucken wir uns da um. Da wäre jetzt wieder die Filmrolle, ne? Ich bin schon etwas gespannt. Unheimlich gespannt, was wir jetzt hier raus sehen können. Es ist immer noch Sternenhimmel zu sehen, Wasseroberfläche. Dabei macht dieses Schiff von innen einen sehr gesunkenen Eindruck. Also sowas von gesunken.